Es war einmal eine hübsche junge Frau. Sie wohnte noch bei ihren Eltern und hatte ein Zimmer auf dem Dachboden. Eines Tages kam der Schreiner Hans, um Reparaturen am Haus vorzunehmen. Er sah die hübsche junge Frau und war sofort in sie verliebt. »Wie heißt du?«, fragte Hans. »Ich heiße Esmeralda.« Esmeralda sah in Hans gleich den Mann ihres Lebens und fragte ihn, »Hans, bist du reich?« »Ist das wichtig?«, erwiderte Hans. »Ja, natürlich«, antwortete sie verwirrt. »Ohne viel Geld zu haben, kann ich wirklich nicht leben.« Hans sagte daraufhin, »Na gut, dann sorge ich für reichlich Geld und wenn ich es habe, komme ich sofort in meinem besten Anzug zu dir und halte um deine Hand an.« Esmeralda gefiel diese Voraussicht und sagte, »Dann werde ich bereit sein und erwarte ich dich in meinem allerschönsten Kleid.« Außer seines Geschicks für das Schreinern hatte Hans noch eine sehr besondere Begabung. Er konnte seinen Möbeln besondere Eigenschaften geben, die dem Besitzer des Möbelstücks zugute kamen. Zum Beispiel schmeckte das Essen auf einem von ihm gefertigten Tisch viel besser. Oder ein Ruhesessel gab dem Besitzer nicht nur viel Ruhe, sondern auch noch extra Energie. Sogar hielten von Hans gefertigte Türen Einbrecher fern. Diese Eigenschaft nutzte Hans nun, um die Käufer seiner Möbel besonders spendabel zu machen. So konnte er Esmeralda schneller heiraten. Nach einem Jahr hatte Hans genug Geld verdient, um Esmeralda einen Heiratsantrag zu machen. Als er in seinem besten Anzug an der Haustür klingelte, stand sie tatsächlich in ihrem allerschönsten Kleid vor ihm. Sie war wunderschön und Hans war sehr froh und entzückt. Er fiel auf ein Knie und sagte, »Liebe Esmeralda, ich habe nun sehr viel Geld für unsere Ehe gespart. Willst du meine Frau werden?« Was er jedoch nicht erwartet hatte. Sie sagte nicht »Ja«, sondern »Ich habe noch einmal nachgedacht und beschlossen, dass ich mir noch ein großes, schönes Schloss wünsche, bevor wir heiraten.« Hans runzelte verdutzt die Stirn und dachte, »Nur weil ich so schnell reich geworden bin, will sie noch mehr.« Dann sagte er zu Esmeralda, »Aber Esmeralda, ein Schloss ist sehr teuer. Dafür müsste ich ganz lange arbeiten. Bis ich genug Geld für ein großes Schloss habe, sind wir alt und grau.« »Ja, aber ich will es trotzdem. Und wenn ich von dir das Schloss bekomme, werde ich dich sofort heiraten«, sagte sie habgierig. »Nun gut«, erwiderte Hans, »dann schenke ich dir schon einmal einen schönen Schminktisch mit einem hübschen Spiegel. So denkst du jeden Tag, wenn du dich anschaust, an mich und wirst du bei jedem Blick in den Spiegel schön und jung aussehen.« Esmeralda gefiel dieses Angebot und nahm es denn auch sofort an. Der prächtige Spiegel wurde eine Woche später geliefert und bei jedem Blick in den Spiegel sah sie jung und hübsch aus. Manchmal genoss sie sogar den Anblick ihres schönen Spiegelbildes und drehte und wendete sich immer wieder vor dem Spiegel stundenlang. Esmeralda bemerkte jedoch nicht, dass sie in Wirklichkeit bei jedem Blick in den Spiegel ein Jahr älter wurde. Während Esmeralda also auf ihr Schloss wartend ihr Spiegelbild bewunderte, wurde sie sehr schnell alt. Nach einem Jahr war sie bereits so alt geworden, dass sie niemand mehr heiraten wollte. Und Hans? Hans fand schließlich eine liebe, junge, schöne und nicht habgierige Frau. Sie heirateten und waren sehr glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.